Es gibt ein neues Prinzip zur Behandlung der Alzheimer-Demenz. Die klassische Behandlung der Alzheimer-Demenz ist zum einen natürlich das soziale Umfeld. Das muss sehr geordnet sein für die Patienten. Sie müssen stimuliert werden. Sie müssen eben sich wohlfühlen in der Umgebung. Und es muss eben, darf keine Überforderung eintreten durch das soziale Umfeld. Das ist auch ganz wichtig. Und daneben werden auch Medikamente eingesetzt, die die Übertragung von Neurotransmittern im Gehirn modulieren. Das eine Prinzip ist, dass die Konzentration erhöht wird eines fördernden Neurotransmitters, und das andere Prinzip ist, dass ein ungünstigerer Neurotransmitter, der ins Ungleichgewicht kommt, reduziert wird. Auch das kann man tun zur medikamentösen Behandlung der Alzheimer-Demenz in der klassischen, im klassischen Sinne. Die neuen Medikamente gegen die Alzheimer-Demenz, das sind Antikörper, die gegen Stoffwechselprodukte der Alzheimer-Pathologie gerichtet sind. Das ist das Amyloid-Beta, das ist ein Eiweißstoff, der im Gehirn gebildet wird und sich dort ablagert, um dann dazu zu führen, dass die Hirnzellen absterben. Und die neuen Medikamente sind Antikörper gegen Entwicklungsstufen dieser Amyloid-Fibrillen letztlich im Gehirn, die auf verschiedene Entwicklungsstufen ausgerichtet sind und dann zur Reduktion dieser Eiweißstoffe im Gehirn führt, was letztlich dann dazu führt, dass die Hirnzellen eben überleben können und damit eben die Demenz verlangsamt wird, die Entwicklung der Demenz. Die Demenz kann man mit den Antikörpern nicht aufhalten, aber man kann die Entwicklung reduzieren. Wichtig bei der Auswahl der Patienten ist zu schauen, dass es ein Mensch ist, der am Beginn der Alzheimer-Erkrankung steht. Das heißt also, es sollte kein fortgeschrittenes Stadium sein, denn man möchte ja die Hirnzellen retten vor dem Untergang. Und da ist der entscheidende Faktor erstmal die Diagnosestellung. Das heißt, es muss eben eine Alzheimer-Demenz im Frühstadium sein. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass man das Gehirn untersuchen muss mit dem Magnetresonanztomogramm, um zu schauen, ob bestimmte Auffälligkeiten sind, die zu Nebenwirkungen führen können. Und die Auffälligkeiten sind eben zum Beispiel Narben von Schlaganfällen oder auch kleine Hirnblutungen, die schon im Gehirn sind. Dann muss man sehr vorsichtig sein, weil Komplikationen auftreten können durch die neuen Antikörper in Form von Hirnblutung und auch Hirnschwellung. Und um die Patienten nicht zu gefährden, muss man das im Vorfeld klären, sodass man davon ausgeht, dass ungefähr nur 10% der Menschen mit einer Alzheimer-Demenz, beginnenden Alzheimer-Demenz, in den Genuss der Behandlung kommen können.